Wollt ihr euer Auto verlieren? Export-Auto-Verlierung. Ihr wisst nicht, ihr wisst nicht, ihr wisst nicht, wer mich gerade angerufen hat. Ich habe gerade gedacht, ich träume. Was geht ab, meine Freunde, mein Auto-Export? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, bla bla bla, den Rest kennt ihr. Ich bin gerade in meiner letzten Arbeitswoche. Heute ist Montag, am Samstag fahren wir los. Ihr wisst gar nicht, was für ein Druck das ist, aber dazu kommt ein eigenes Video. Draußen stehen gerade Kunden aus Ukraine, die schauen sich meinen Opel Astra K an. Ich kenne den Kunden, der hat schon mal bei mir was gekauft. Und ja, mal sehen, ob er es kauft. Ich nehme mal an, der hat einen Kunde für das Auto. So hat er es mir erklärt und ja. Ja, hat viele Kratzer. Das ist ja das Auto mit der Betonmische, was auf dem Auto war. Der Kunde sagt, warum hat das Auto so viel Kratzer? Wir wissen warum. Der meinte, ich melde mich bei dir und dann mal sehen, ob wir es verkaufen oder nicht. Weiß ich nicht. Der hat auch eine Probefahrt gerade gemacht. Auto lief einwandfrei. Ist halt nur wegen den Kratzern, aber mal sehen. Mich hat gerade ein Kunde angerufen, ein Afrikaner von 200-300 Kilometer. Der hat meinen Toyota Yaris im Internet gesehen, hat Interesse. Und ich höre die Afrikaner direkt aus dem Telefon heraus. Und dann sage ich denen, ich verschiffe auch direkt nach Afrika. Und dann freuen die sich, weil dann müssen die nicht das Auto zum Verschiffer bringen. Versteht ihr, was ich meine? Sprich, ich kann das Auto direkt am selben Platz verschiffen. Ist auch ein großer Vorteil. Es geht um dieses Auto, Toyota Yaris. Ich zeige euch die andere Seite. Rost spielt kein Problem. Ist alles eine Preissache natürlich. Das ist ein 1,0, der hat keine Klimaanlage. Ich mache dem jetzt ein Video, dann überweist er das Geld per Bank. Und dann haben wir das Auto verkauft, inshallah. So, meine Freunde, Gott sei Dank, ich kriege einen LKW morgen. Ich habe so gebetet, dass der LKW kommt, weil es ist nie sicher, wenn du einen bestellst, ob du einen bekommst. 8 Autos verlassen Deutschland, bevor ich am Samstag wegfahre. Das war mir sehr wichtig. Eine Last weniger auf den Schultern. Und gleich kommt ein Kunde aus Litauen, beziehungsweise das ist nur der Abholer, wegen der C240. Da haben wir uns schon geeinigt, ich habe ihm Bilder, Videos, Kaufvertrag, alles schon zukommen lassen. Der muss nur noch bezahlen und abholen. Das ist die C240. Guten Morgen, meine Freunde. Was geht ab? Ich habe so Glück. Ich weiß nicht, warum. Gott sei Dank. Der LKW ist da. Wir haben morgens 9 Uhr. Der hat falsch geparkt, da hinten. Sieht man den? Den jetzt gesagt, der soll dort parken. Ich lade schnell die 8 Autos auf und dann zeige ich euch ein Special, was ich gestern gekauft habe. Ich teaser mal leicht an. Toyota RAV4. Den Rest seht ihr, wenn ich aufgeladen habe. So, meine Freunde, ich habe den LKW geladen. Das sind 8 Autos, die ins schöne, warme Afrika gehen. Raus aus Deutschland. Platz ist leer. Die C240 wird hoffentlich heute noch abgeholt. Ihr müsst überlegen, in der hinteren Reihe ist noch Platz für Autos. So geht man gerne in den Urlaub, wenn man weiß, man hat seine Aufgaben erledigt. Und jetzt zeige ich euch das Schmuckstück. Ein Toyota RAV4 2,0. Allrad, leider keine Klimaanlage mit Ukraine-Optik. Hier steht das gute Stück. Kilometer 300.000, Baujahr 96, 95 kW. Diese Autos gibt es nicht mehr. Es gibt davon vielleicht so 10 Stück im Internet. Aber der Innenraum ist katastrophal. Guck mal den Innenraum an. Das Gute ist, das sind alles nur Kartons, die kann ich wegschmeißen. Dann klappe ich die Sitze. Schiebedach. Die Werkstatt meinte zu mir, es ist die Kraftstoffpumpe, die soll defekt sein. Aber der hat vorhin gestartet. Ich habe das Auto beim Kauf nicht gestartet. Er ist bei mir am Platz. Ich zeige euch das jetzt mal live. Schaut mal. Oh, Autos an. Fährt der? Nee. Und dann geht der aus. An meine Mechaniker, was kann das sein? Wer war das? Wer
Wer war das? So, meine Freunde, gerade war ein Afrikaner da, der hat dieses gute Stück gekauft. Also den Yaris haben wir verkauft. Theoretisch habe ich noch die zwei Corollas, zwei Touring-Glider, einen Diesel, einen Benzin und den RAV4. Sonst habe ich alle Toyotas verkauft. Ich fahre jetzt kurz nach Hause, ziehe mich um. Und um 18.30 Uhr habe ich einen Termin mit einem Nissan Qashqai. Mal sehen, ob das was wird. Ich habe das Auto reservieren lassen. Und dann kaufen wir es im besten Fall. So, meine Freunde, Nissan Qashqai gekauft. Hier steht er. Ich muss jetzt die Formalitäten machen. Dann melde ich mich. Update. Auto gekauft. Auto fährt sich super. Trotz 290.000 Kilometer. Wir haben ein Nissan Qashqai plus 2, sprich 7 Sitzer. Vom Jahr 2009, Kilometer habe ich gesagt, 290.000, Klima, Navi, achtfach bereift, erste Hand, Schaltgetriebe. Ich würde euch gerne das Auto von außen zeigen, aber ich nehme an, es wird jetzt dunkel. Und ja, ich zeige es euch morgen einfach in aller Frische. Guten Morgen, meine Freunde. Mein Mund ist trocken, ich habe noch nichts gegessen. Ich fahre gerade am Platz. Dort wartet der litauische LKW. Der sollte ja schon am Montag die C240 abholen. Heute haben wir Donnerstag. Ist okay. Kein Problem. Wir warten und verkaufen. So, unkompliziert. Auto bezahlt und Auto aufgeladen. Ihr wisst ja, ich habe ja gestern einen Nissan Qashqai Plus 2 gekauft. Ich wollte euch ihn ja zeigen, aber es war ja dann dunkel. Hier steht das gute Stück. Die Daten habt ihr, glaube ich, schon im Kopf. 2009, 290.000 Kilometer, erste Hand. Das ist das Wichtigste. Ist achtfach bereift und 7 Sitzen. Und das Geile ist, schau mal, das hatte ich mal mein BMW. Der öffnet. Es gibt welche im Internet, die haben kein Display, Navi-Display. Der hat auch Panorama. Einigermaßen. Ja, gutes Auto. Auf gute Geschäfte. Ich muss noch den Toyota RAV4 abmelden. Ich habe es die letzten Tage nicht geschafft. Aber ich zwinge mich jetzt zur Zulassungsstelle zu fahren und das Auto abzumelden. Ich kann es nicht online abmelden, da das Auto vorher zugelassen wurde. Sprich, es ist ja auch erste Hand, hat noch den alten Brief und den alten Schein. Ja, ich fahre jetzt, ich hoffe, da ist nicht so viel los und erledigt das. Das ist das gute Stück. So, meine Freunde, schaut mal, was für ein Paket angekommen ist. Merkt euch diesen Namen. Das ist der beste Typ. Der liebe Kevin hat mich auch unterstützt bei meiner Boxkarriere mit den T-Shirts und alles. Richtig, richtig korrekter und sympathischer Typ. Jetzt sind wir beide auf die Idee gekommen, beziehungsweise er, dass wir dieses Schild ändern. Die Folie ist in dem Karton drin. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen schwarz und weiß, deswegen hat er mir einfach beide geschickt. Ich bin voll gespannt, ich schau mal rein. Oder wir schauen gemeinsam rein. Schaut euch mal diese Folie an. Passend zum Container. So, ich bin auf der Leiter. Aber die Leiter ist ein bisschen zu klein, diese Höhe hinzukriegen. Jimmy! Jimmy, ساعدني! Oh, bester Mann! Ich habe jetzt gerade die Oberfläche sauber gemacht. Ich brauche einen Plan, wie ich die Folie hier hochkriege. Ich bin ein bester Mann, der hat mir sogar Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Hey Freunde, wir haben mit dem Abschleppwagen die Leiter, Dr. Jimmy. Falsch rum, Bill Illip. Bruder, ich küsse deine Augen, du bist zu spät. Ja, wir haben schon verkackt. So, meine Freunde, Update. Meister Bob, der Baumeister, ist gekommen. Der so macht dieses Schild flach. Haben wir gemacht. Jetzt sieht es Katastrophe aus. Kevin, tut mir leid, ehrlich. Aber ich hoffe, dass wir das so hinkriegen. Zur Not habe ich noch eine weiße Farbe
Und einen Helfer haben wir auch. Zeig mal, der unser Helfer. Zur Not habe ich noch die weiße Folie, aber ich möchte diese Folie haben. Zeig mal unseren Helfer. Hier, der hält eigentlich andere Sachen flach, aber dieses Mal ist es schön. Der kann nur Porsche fahren. Hier, meine Freunde, sieht ganz gut aus. Schaut nicht hier, guck mal, wie sauber. Schau mal, wie sauber. Da, diese paar Knicke, aber das, der Meister macht es jetzt. Wollt ihr euer Auto verlieren? Export-Auto-Verlierung. Er verliert nur Exportfahrzeuge. Hier ist unser Abschlepper. Oh! Abschlepper! Was hast du für ein Ersatzrad? Der spielt Head and Shoulders, Knees and Toes. Kennt ihr das noch von Schule damals? Nein. Welche Seite? Die schöne, guck mal, wie schön ich da gemacht habe. Oh, oh, check the rest. Oh, oh. Amarella, komm. Gib dir den Beiß, der rennt. Schnacke, guck mal. Ich hab Angst. So, meine Freunde, ich weiß nicht mehr weiter. Ich zeige euch das Endergebnis. 3, 2, 1, los. Von Weitem sieht es gut. Ja, man sieht so beim Schatten, bra. Schüler, wie sieht es doppelt aus? Sieht gut aus? Ja. Scheiße, Mann. Papa, was willst du? Scheiße. Und die Leute denken sich, drei erwachsene Männer haben eine Folie nicht hinbekommen. So, meine Freunde. Von Weitem sieht das okay aus. Aber desto näher man geht, desto Katastrophe sieht es aus. So, meine Freunde, gleich kommt ein Kunde wegen dem Nissan Qashqai. Vielleicht wird das mein letzter Kunde vor dem Urlaub. Morgen früh gegen 11 Uhr ist Abfahrt. Ihr wisst nicht, wer mich gerade angerufen hat. Ich habe gerade gedacht, ich träume. Der liebe Roland hat mich gerade angerufen. Einen Tag vor meinem Urlaub. Der so, lass uns morgen treffen. Ich so, Roland, ich fahre morgen weg. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt schnell dahin, bevor der sich anders überlegt oder bevor irgendwas passiert. Und dann zeige ich euch das Auto. Ich muss euch dann später mit meiner Frau abholen. Aber ihr werdet es heute noch in diesem Video sehen. So, meine Freunde, ich bin da. Das ist der GLE, das ich gesagt habe. Und das ist der Cargo, der schon seit Jahren steht. Schaut mal, die Windschutzscheibe hat einen Riss und einen Steinschlag. Ich weiß gar nicht, wie ich den sauber kriegen soll. Reifen sind gut und keine Klimaanlage. So hatte ich es in Erinnerung. Sitze sind auch gut. Ich hab den immer. Nee. Muss ein schwarzer Schlüssel sein. Habe ich den im Auto noch hier? Der findet den Schlüssel nicht. Und ich bin so ein Idiot. Ich habe keine Batterie mitgebracht. Das Auto steht seit 2-3 Jahren. 100% hatte keine Batterie. Update, ich warte noch. Aber schaut euch mal meinen Bizeps an. Für den Urlaub habe ich ein bisschen zugenommen. Aber ich habe es nicht richtig geschafft zuzunehmen. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe, die haben den Schlüssel gefunden. Findest du nicht? Ja. Ja, meine Frau, mein Frau ist im Krankenhaus, deswegen. Oh. Ich bin operiert worden, ich kenne gar nicht. Gute Besserung. Kinder, was soll ich euch sagen? Baujahr 2012/11. Mit knapp 50.000 Kilometer, so hat er es mir gesagt. Diesel, keine Klimaanlage. Roland findet den Schlüssel nicht. Ich so, Roland, kein Thema. Gib Gas. Kommentiert mal alle, Roland, gib Gas. Roland, wo ist der Schlüssel? Ich küsse Roland seine Augen. Der ist echt voll korrekt. Sein Bruder war auch gerade da zur Unterstützung. Ja. Den Roland gesagt, Roland, ruf mich einfach an, sobald du den Schlüssel hast. Ich schicke dir meinen Bruder und dann könnt ihr das machen. Ja, Freunde, ich bin gerade zu Hause.
Gerade hat mich ein Libanese angerufen, der hat Interesse an meinem Toyota Corolla, der grüne. Da haben wir uns preislich auch geeinigt. Der möchte morgen früh kommen. Ich habe gesagt, ich fahre morgen früh weg. Der so, ich komme früh. Der kommt um 9 Uhr. Dann verkaufe ich inshallah ihm das Auto und fahre dann los. Ich beende das Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ciao.